moin. Alles klar, komm rein. Moin, ihr Lieben! Schön, dass ihr schaut zum neuen Video. Bevor, Achmed, du irgendwas sagst, okay, ne? Okay. Ich muss dir erst mal was sagen. Ihr habt den Titel ja gelesen. Und ich sage euch, Achmed ist zu 100% davon überzeugt, dass er, blende hier das Ranking nochmal ein, dass er das komplette Ranking auseinandernimmt. Dass er den besten Burger Deutschlands macht. Besser als jeder, besser als Goldies, besser als alles. Aber lieber Achmed, ich habe ja auch zu dir gesagt, ne? Mhm. Ich halte das für etwas größenwahnsinnig. Wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, umso schöner wird nachher die Reaktion. Also, guck mal, ich sag's mal so. Im Selfmade-Bereich werde ich alles killen. So, und im Ranking werde ich gut mitspielen. Aber ich bin auch überzeugt, dass es auf Platz 1 geht. Trotzdem noch, ne? Ja, weil ich von meinem Produkt einfach überzeugt bin. Ich muss das ja sagen. Das stimmt. Wir werden mal erstmal reingehen. Guck mal, was Achmed dir vorbereitet. Wir wollten das Ding schon ewig machen. Aber ja, er wollte mir halt auch nichts verraten. Zu Recht, weil dann ist man natürlich ein bisschen beeinflusst von den Sachen so. Ja. Aber Achmed, jetzt für die Zuschauer, was erwartet uns jetzt? Wie geht das hier jetzt los? Also euch erwartet auf jeden Fall ein Smashburger mit zwei Patties aus feinstem Fleisch. Zusammensetzung und so erzähle ich gleich. Ich habe eine bisschen bescheidene Küche, deswegen wird es hier ein bisschen vom Ablauf her ein bisschen, ich sag mal, schwieriger, als hätte ich jetzt so eine große Gusseisenpfanne, sag ich mal. Aber wir kriegen es trotzdem gut umgesetzt. So, hier haben wir schon mal die ersten Zutaten. Boah, daraus mache ich kein Geheimnis. Okay. Das ist ein ganz normaler Heinz-Ketchup, das ist ganz normal Helmer-Mayonnaise und den Rest ist so ein bisschen, ich sag mal, Eigenkreation. Rezept übrigens auch alles, ja, kommt alles in die Videobeschreibung. Das Video ist auch dafür da, dass ihr dieses Ding eins zu eins nachmachen könnt. Richtig. Und so hat Achmed das auch konzipiert, dass halt eben jeder Hans und Franz, sag ich mal, das Ding auch selber machen kann. Genau, und wenn es, sag ich mal, am Ende jetzt nicht auf die 1 reicht bei dem lieben Holger, weil er ist wirklich harter Kritiker und das feiere ich auch, reicht es mir dafür zu sagen, ey, jeder kann zu Hause einen geilen Burger jetzt machen. Und das war mir wichtig. Ich sehe jetzt schon, Achmed, du hast hier schönes Fleischi, ne? Auf jeden Fall. Schönes Fleischi. Also das ist eine Zusammenstellung aus drei Teilen vom Rind. Einmal vom Chuck, vom Nacken, einmal von der Brust, also Brisket, und einmal Hohlrippe, Short Rib. Sehr schwer zu kriegen, sage ich euch so schon, wie es ist. Aber ihr könnt auch ganz normal, wenn ihr, sag ich mal, zu einem Schlachter eures Vertrauens geht, einfach zum Hingehen und sagen, ich möchte gerne Rindfleisch mit hohem Fettanteil. Die sollen euch das da reinmixen. Das geht auch vollkommen genauso gut. Also, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann diese Dreier-Kombi. Okay. Also ich muss das ansprechen, weshalb ich gesagt habe, das können wir so nicht bringen. Da hat Achmed gesagt, doch, du weißt, du kannst jeden fair bewerten und das muss ich heute machen. Das muss ich auch sagen, es muss 100% fair sein. Was dazu nämlich kommt, Achmed eröffnet jetzt selber einen Kanal. Wenn du versagst, hoffe ich trotzdem, dass die Leute bei dir mal drauf gucken. Ist so. Wir machen das 100%ig fair. Aber ich verlinke auch am Ende des Videos nochmal den Kanal von Achmed. Der wird sich auch ein bisschen versuchen, immer viel auch mit Rezepten, geile Rezepte kombiniert, ein bisschen mit Food ausprobieren. Als Support von mir an dich, mein Lieber. Korrekt, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Nett. Das war nicht meine Intention dahinter, aber sehr nett von Holger, dass er das macht. Ja. Und mir geht es halt, wie gesagt, darum, gleich einen geilen Burger zu präsentieren. Und ich hoffe, er wird gut abschneiden, weil ich habe ein bisschen Angst. Okay. Weil du machst mir Angst. Ich sagte ehrlich, deine Kritik macht mir Angst, aber... Ja. Meine Aura schüchtert dich ein. Nein, das nicht, aber ich habe trotzdem Angst, weil du halt sehr kritisch bist. Okay. Und ich weiß, dass du auch bei Freunden oder Bekannten kein Blatt vom Mund nimmst. Ja. Der allererste Schritt ist eigentlich die Zwiebel zu schneiden. Mhm. Die werde ich gleich hier so ein bisschen ankaramellisieren. Ich würde sagen, damit starten wir jetzt einfach. Okay, okay, machen wir. Ich habe hier so ein 1,50 Euro Messer. Da an der Stelle kann ich auch gleich sagen, ihr könnt auch einfach mein Messer holen. Ich habe ein eigenes Messer am Start bei mir im Shop. Verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Beste Rezension bisher bekommen, ist auch wirklich ein heftiges Teil. Mit namhaften Hersteller arbeite ich da zusammen, ich schneide selber zu Hause mit. Da habt ihr auf jeden Fall ein feines Ding. Aber das 2,50 Euro Ding geht auch durch. 1,50 Euro. 1,50 Euro. Ich sag euch ehrlich, ich fahre damit irgendwie am besten. Also ich werde es jetzt nicht so hart übertrieben zuckermäßig karamellisieren, da kommt zwar Zucker rein, aber jetzt nicht so dieses Extreme, dass das so wie Zuckersirup wird. Das ist wie eine Süßspeise zum Schluss. Genau, genau. Also, um nochmal Werbung zu machen, bei Twitch teste ich ja live, auch gerne mal mit Achmed was. Ja, Mann. Letztes waren wir Döner-Test in Buxtehude. Ja, ich schwör's. Ein kam das so vor, als hätten die Döner mit irgendwie Nachtisch verwechselt. Wir haben zwei Döner gegessen, ich schwör's euch. Die waren so süß, ich dachte danach, ich krieg einen Zuckerschock, muss hier erstmal jetzt hab Diabetes am Start. Ja, das war echt, das war schon hart, das stimmt. Man muss aber dazu sagen, was ich halt auch zu Achmed gesagt habe, wenn man selber das natürlich nach seinen Vorstellungen macht und das frisch ist und so, ich kenne das selber, man überschätzt sich manchmal leicht, denke ich mal. Aber er sagt halt, er kann es sehr gut einschätzen und subjektiv wirklich das Ganze bewerten. Ja. Aber ich glaube, da ist zu viel noch dieses Selbermachen-Feeling bei. Wisst ihr, wenn man selber macht, schmeckt so geil, aber du wirst mich von was anderem überzeugen. Ich sag dir ehrlich, ich bin auch immer mit dem Gedanken rangegangen, aber ich bin einfach der Meinung, weil mir schmeckt dieser Burger einfach mittlerweile am besten. Ich war letztens noch bei Goldies, ich war danach hier zu Hause, hab meinen gemacht. Ich fand meinen besser. Ja. Deswegen bin ich überzeugt.
Also es muss nicht heißen, dass, dass du auch überzeugt davon bist. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Platz 1 wird. Okay. Nochmal für die Leute. Zwiebeln rein, Sonnenblumenöl ein bisschen rein, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und ja, ich sag mal, einen Teelöffel Zucker. Das lassen wir erstmal ein bisschen brutzeln. Dann können wir schon die große Pfanne anmachen, weil wir können uns jetzt schon direkt dem Bun widmen. Weil das ist nicht schlimm, wenn das nachher ein bisschen liegt, sage ich euch so, wie es ist. Okay, da habe ich nämlich auch immer, sage ich euch, wenn ich selber zu Hause Burger gemacht habe, das ist immer so ein Punkt, wo ich ein bisschen mit mir gehadert habe. Dann will man immer alles gleichzeitig machen und den Bun auch genau am Schluss. Ja. Und wenn ich Leute beobachtet habe, die haben auch den Bun auf entspannt immer gemacht. Ja, genau, kannst du. Entspannt ohne liegen Probleme lassen. Genau, also wirklich ohne Probleme. Ganz wichtig, mit Butter von innen einschmieren. Mhm. Kommt in die Videobeschreibung rein, was das für Buns sind, das ist gut. Dann bin ich unvoreingenommen. Komm, zack, komm hier in die Pfanne. So, hier fängt schon gut an. Das brutzelt da schon. Genau. Und jetzt ist der Trick dabei, jetzt einmal kurz alles zu vermengen, so mit dem Öl, mit den ganzen Gewürzen. Mhm. Und dann schon runterstellen. Schon runterstellen. Ja, also schön auf die Hälfte, sag ich mal. Nochmal vor euch, Leute, ich möchte mehr in die Rezeptschiene auch rein. Aber nur heftig. Die Rezepte, die ich drin habe, ich habe jetzt 2 Rezeptvideos, sind Endgegner. Vom Bäcker, vom Bundespräsidenten. Jetzt, wenn er noch ein Endgegner-Rezept liefert, wir wirklich nur High-End-Dinger liefern. Wenn ihr da Bock drauf habt, mehr, haut gerne den Daumen oben rein. Für den direkten Support, dass das Video richtig scheppert, das würde mich freuen. Ja, könnten wir eigentlich schon mal die Jalapeno schneiden. Wie ist der Schärfe gerade, würdest du sagen? Hat ein bisschen Wumms, aber jetzt tragbar noch für dich. Okay, nicht, dass es alles überschattet, ne? Ich hoffe nicht. Die sind unberechenbar, ne? Deswegen werde ich gleich eine probieren. Du wirst eine probieren von Ja, oder? Auf jeden Fall. Wenn das auch zu viel wird, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Die ist schon scharf. Ja? Zu scharf, sagst du? Ja, ich glaube, die übertönt alles. Ist geil, aber... Ich liebe Jalapeno. Ich weiß, ich weiß. Ich lasse ein ganz kleines bisschen Feuer drin. Wusstest du, dass auch viel Schärfe in dem Weißen ist? Das nennt man Scheide. Scheide? Wusste ich nicht, Mann. Das nennt man so? Das nennt man Scheide, die Chili-Scheide. Das ist das, was ich meine. Fühl mal. Das ist, als wenn es nicht mehr da ist. Oh ja, oh ja. Das ist dieser Trick dabei. Guck mal, wie schön das von innen aussieht. Boah, sieht lecker aus. Das könnt ihr so hinlegen. Also wirklich, das macht gar nichts. Auch wenn das Ding jetzt da 10, 15 Minuten liegt. Die Pfanne schon mal schön heiß. Mhm. Ich gehe hier ein bisschen runter, weil die Pfanne ist wirklich sehr, sehr heiß. Mhm. Tröpfchen Sonnenblumenöl. Fleisch, schönes ich tippe Fleisch. Mal. 100 bis 125 Gramm pro Kugel. Wir machen Double Smash. Wir machen Double Smash. Und auch die ganz genaue Aufteilung vom Fleisch, wie das zusammengesetzt, auch in der Videobeschreibung. Auch in der Videobeschreibung. Und auch die Alternativlösung. Mhm. Ich hau jetzt schon Salz und Pfeffer drauf. Was man gut machen kann, ist ein Backpapier nehmen. Ich habe jetzt so einen Burger-Former. Ihr kennt ja diese Former, wo man die entweder sowas, irgendeine glatte Unterfläche von dem Topf oder so. Und jetzt wird der Burger gesmashed. Wie wichtig würdest du sagen, ist genau dieser Punkt beim Burger? Das Backpapier hilft, dass es nicht klebt. Mhm. Und in dem Moment, wo du es runterdrückst, kann passieren zum Beispiel, dass zum Beispiel du hast das Backpapier so drauf und ich würde jetzt hier drauf drücken, dann wird das hier dran kleben. Und auch wenn ein bisschen auseinanderbröckelt, ist gar nicht schlimm. Das wird sowieso durch den Käse festgehalten, sag ich mal. Ich habe so ein Ding auch nur glatt. Das ist ja kein Unterschied. Noch besser. Noch besser, genau. Ja. Ja, wie ihr schon seht, habe ich jetzt nur eine Kugel reingetan. Das meine ich halt mit diesem Homemade. Du schaffst es gar nicht, die Kapazität, außer du nimmst jetzt 2 Pfannen. Ich zeige euch gleich einfach einen ganz kleinen Trick. Das Ding bleibt trotzdem frisch und das wird auch Holger nachher bestätigen können. Weil das mache ich nämlich auch. Ich habe ja ein bisschen mehr Platz und mache 2 gleichzeitig. Ja, das geht auch. Ja, wenn man dann für 2 Leute einen Burger macht, Katastrophe. Noch ein guter Tipp von mir, was man auch machen kann, aber ich möchte den perfekten jetzt Holger machen. Du kannst das Ding so platt machen, dass die ganze Pfanne abgedeckt ist und teilst es einmal in der Mitte durch damit. Dann hast du so gesagt 2 Patty. Oha. Ja. Bist du zufrieden? Nein. Nein? Um Gottes Willen, nein, nein, nein. Ich habe gefragt, ob du zufrieden bist. Zufrieden? Ich habe noch zu viel. Ach so, zufrieden. Ich bin zufrieden, ja. Es könnte noch platter sein außen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Weil du hast mir letztens auch gesagt, weil Ahmed hat sich da wirklich reingefletscht. Ich muss nur sagen, der hat mir Texte geschrieben, das war ein Aufsatz, wo er das rausgefunden hat, was die anderen Leute für Käse benutzen. Ja, voll. Was die für Fleisch benutzen. Der hat das auseinandergenommen, als wäre ein Anwalt und müsste irgendwie einen Fall gewinnen und darf jede Kleinigkeit analysieren, ist so, wisst ihr? Ist so, ist so. Und was wollte ich überhaupt sagen? Das weiß ich nicht mehr. Was wollte ich überhaupt sagen? Ja, genau, zu der Röstung. Du hast auch dann mir irgendwann gesagt, du hast so viele Versuche gemacht. Zu viel Röstung ist auch nicht gut. Nee, bringt nichts, weil du hast nachher irgendwie Chips. Mhm. Es ist mal geil, so an einer kleinen Stelle, wenn du es abkriegst im Mund, oh geil, Röst. Das haben wir hier auch. Aber zu viel bringt nichts, weil du hast innen kein Fleisch mehr. Das ist auch bewusst, warum ich den nicht zu platt diesmal gemacht habe. Letztens habe ich den zu platt gemacht, da war zu wenig Fleisch. Das war auch das, ohne mich halten zu wollen. Als ich damals bei Goldies war, das erste Mal, habe ich den ja nur
8,2 oder so gegeben, ja, ne? 8,1. Ja. Und da war es auch zu dünn. Und das habe ich dem Flade gesagt von Goldies. Und das haben sie anders gemacht. Das haben sie besser. Nee, ich möchte jetzt nicht sagen wegen mir, auf keinen Fall. Aber die haben es inzwischen anders gemacht. Und jetzt ist der Burger halt der beste Deutschlands für mich aktuell. Ist so. Das Fleisch habe ich rausgenommen. Könnt ihr einfach so mit Alufolie einmal so ganz leicht abdecken. Doppelkäse hast du drauf gemacht. Doppelkäse. Mhm. Nochmal das gleiche Prozedere. Wäre jetzt Holger so zu Besuch gekommen, sag ich mal, und hätte gesagt, boah, ich hätte Bock auf Burger, da hätte ich das Ding komplett durchgesmashed, hätte das in der Mitte geteilt und fertig. Aber wir wollen ja hier ein richtig geiles Endprodukt haben, ne? Wir können jetzt tatsächlich schon mal den Buns widmen. Ganz klassisch. Heinz nimmt fast jeder Top-Burger in Deutschland. Ja. Das kann auch mal für die Info nicht haben. Der wird selten selber gemacht, der Ketchup. Und wenn, richtig, ist es wirklich schwierig, da was Gutes zu gestalten. Hellmanns Mayonnaise ist für mich die beste, weil die hat, ich sag mal, eine leicht saure Note drin und nicht dieses typische Mayonnaise-mäßige. Und jetzt, Leute, nehmt ihr wieder das andere Patty und packt das da direkt mit drauf. Direkt drauf, ja. Dann nimmt das nochmal wieder die Hitze auf. Der Käse kann besser schmelzen, der da drunter. Sehr schön. Also, wie gesagt, es gibt für alles eine Lösung, sage ich immer so schön. Mhm. Was ich jetzt schon mache, packe ich jetzt schon oben drauf. Sehr schön, sehr schön. Also ich muss sagen, an der Stelle vor den Zwiebeln habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe, das passt gut. Okay. Aber wenn man sich jetzt alles anguckt, was ich geil finde an dem Burger, ne? Guck mal, wie schnell, zickzack, so wie ihr das ganz seht einfach, eigentlich. Ganz genauso einfach. Schnell geht's bei auch. Ja. Und es ist komplett basic. Keine 1000 Gewürze an den Zwiebeln. Nee. Salz. Eigentlich immer nur mit Salz, Pfeffer. Genau. Salz, Pfeffer gearbeitet. Bringt ihr da Bock rein, bringt ihr da Leidenschaft rein, wird's ein geiler Burger. Und wenn nicht, dann wird's beim nächsten Mal geil. Das ist einfach, das ist Tatsache. Zurück zu den Buns. Oben kommt Gürkchen drauf. Da sind gekaufte, aber ich habe sie nochmal, ich sag mal, nacheingelegt. Okay. Weil sie mir persönlich immer noch ein bisschen zu süß waren. Ja. Ich mag eine leichte Süße in den Gurken, aber nicht zu viel. Das ist mir halt persönlich wichtig. Mhm. Und ich hoffe, das scheißt jetzt nicht rein. Kann mir nicht vorstellen. Nein, glaube ich auch nicht. So ein bisschen, dass ein kleiner Feuerball, sag ich mal, bei Molde ankommt. Ja. So, der Burger ist fertig. Es ist keine große Hexenkunst. Optisch ist eine 1, Mann. Optisch ist eine 1, das freut mich schon mal. Jetzt ist das auch noch wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Das habe ich mir bei Five Guys zum Beispiel rausgesucht. Ah, oder abgeguckt. Der und sieht aus wie bei Goldies, ich schwöre euch. Der ist doch geiler. Guck mal, ihr packt den jetzt in Alufolie ein, Leute. Diese Wickeltechnik kenne ich noch vom Burger King, als ich da gearbeitet habe. So, die Hitze da drinnen, vom Fleisch noch, vom Käse, also vom Dampf, sorgt dafür, dass so ein leichtes, ich sag mal blöd, Kondenswasser entsteht. Das macht den Burger nochmal ultra weich und, wie Holger mal so schön sagt, matschig. Ja, es ist eine wichtige Sache bei so einem Burger. Diese Matschigkeit, ich sag's immer, ich überlege schon seit Jahren gefühlt, was man für einen besseren Ausdruck dafür nehmen kann, aber es ist dieses Matschig, wo ich immer so, das braucht dieser Burger. Und das kriegt er damit hin. Sehr schön. Gut gemacht, den Burger. Dankeschön, Mann. Also von der Haptik erstmal mega weich. Es ist, obwohl es natürlich irgendwo gekaufte Buns sind, die werden aus dem Supermarkt sein, er kann ja nicht zaubern. Und leicht hart, okay, macht nichts. Aber so generell von der Flauschigkeit weich, ich darf nicht zu lange reden. Sehr interessant. Sehr interessant, was ich euch dazu berichten habe. Also erstmal von der Reihenfolge. Fleisch, Röstung, Fett. Alles, was das Fleisch mit sich bringt, kommt als erstes in den Gaumen. Dann, was auf jeden Fall als nächstes kommt, ist eine Reihenfolge. Manchmal hast du ja bei manchen Gerichten alles auf einmal. Mhm. Ne? Und bei manchen Gerichten hast du es in der Reihenfolge. Als nächstes kommt die Zwiebel. Schöne Süße. Direkt danach der Käse. Jetzt kommen die Jalapenos. Und wie würdest du sagen, von der Schärfe? Schärfe merke ich noch nicht. Ich glaube, du bist abgehärtet da mittlerweile. Ich bin schon nicht schlecht abgehärtet, Also, was Ahmed sehr heftig hingekriegt hat, ist die Konsistenz vom Burger. Dieser Biss, den ihr einfach merkt, wenn ihr durchbeißt, also vom Feeling her, ist es wie der Burger in Unterhaching. Der Platz 2 von mir ist von diesem Biss. Durchgehend fleischweich, käsig, bannweich. Es kommt einfach positiv rüber. Weißt du auch, was er meint mit der Mayonnaise, mit dieser leichten Säure, lastigen Mayonnaise? Perfekt stimmig. Perfekt, ja, finde ich auch. Das sagte meine Frau zu mir, eine Kunst, dass der Burger ist ja eigentlich voll fettig und alles Fett und Öl und dies, das. Aber ich schwör's dir, es tropft nie was. Ist bei uns auch immer ein Phänomen. Das ist krass, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Immer dieses, dann beißt er rein, bisschen und viel immer, oh, ist das saftig. Ja. Das finde ich oft gar nicht so geil, weil es zu doll flattert. Zu viel mag ich auch zu nicht. Zu viel Wasser. Ja. Also an der stimmigsten, perfektesten Burger war für mich immer noch beste Burger in Oldenburg war das. Ja, weil er diese Saftigkeit in sich hatte, eine unnormale Saftigkeit. Aber der Moment, wo es eigentlich rauslaufen würde, wo du denkst, läuft es raus, da war es vorbei. Du hast es nur in deinem Mund gehabt und nicht auf dem Teller. Das war heftig. Ja, Mann.
Bun ist echt, spürt man fast gar nicht. Also eigentlich gar nicht. Also muss ich tatsächlich mein Ranking mal reingucken. Echt verdammt schwer, Ahmed. Echt? Wirklich verdammt schwer zu bewerten. Du hast einen kranken Burger gemacht. Sehr kranken Burger, an dem man kaum Schwachstellen ausmachen kann. Der Unterschied zu einem Burger, wenn ich ihn jetzt in einen der Top-Burger Deutschlands in meinem Top-Ranking ausmachen müsste, ist das Fleisch. Am Fleisch scheidet sich ein klein bisschen die Schwelle, wo ich sage, da vom Amateurbereich in Anführungszeichen zum Profibereich, es ist haarscharf an der Schwelle. Das Ding ist, wenn du in den Burger reinbeißt, es ist mega lecker. Das Fleisch ist mega lecker, aber es hat immer noch diesen Self-Made-Charakter. Ja. In der Hinsicht, wenn ich noch an Mutti zu Hause denke, wie die Frikadellen gebraten hat, dieses Feeling vom krossen Fleisch außen, das ist genau der gleiche Geschmack. Okay. Der geil ist, aber es ist halt die es jetzt beruflich auf höchstem Niveau machen, haben es noch ein klein bisschen besser. Deshalb hast du es fast in mein Ranking geschafft. Okay. Denn selbst das Bun, es ist heftig, aber so ein bisschen der allerletzte Feinschliff, wo ich sage, da ist jetzt der persönliche Charakter nochmal drin. Es war weg wie ein Geist, aber irgendwie das sind die zwei Punkte, wo ich sage, du kriegst 8,3 Punkte von mir. Okay, stark. Also ich müsste die anderen Selfmade Burger damals noch von den Sizzle Brothers und so alle nebeneinander haben, damit ich sage, welcher ist am besten. Aber ich bin geneigt, das könnte von denen der stärkste gewesen sein. Oder auf jeden Fall nicht schlechter, wenn dann gleich. Mhm. Aber absolut kranker Burger mit 8,3 Punkten. Wir blenden mein Ranking nochmal ein. Das ist wirklich fast in meine Top gekommen. Aber wie gesagt, für zu Hause ist das kaum zu toppen. Ahmed, also dafür dickes Dankeschön, Mann. Geil, Digga. Hast du heftig gemacht. Dankeschön, hast du heftig gemacht. Dankeschön. Sehr heftig. Und das Rezept, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und der Kanal von Ahmed ist auch verlinkt. Würde mich richtig freuen, wenn ihr reinschaut. Die Dinger sind genauso professionell produziert wie meine. Jo. Und der Junge hat viel gesehen jetzt. Also für den Support wäre ich euch auch nochmal dankbar, da einmal drauf zu klicken. Ja, und dann sage ich Dankeschön, Ahmed. Sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall.